Okay, das klingt jetzt blöd, aber. Jawohl, nennt mich Eishockey-Gott, würde ich sagen. So, und wir beginnen in 3, 2, 1 und hier ist so. Und los. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Panda zockt Anfolge. Heute mal ein ganz besonderes Spiel für mich. Ihr seht selbst auf dem Bildschirm Blades of Steel für den Game Boy. Ich habe ja schon die NES-Version getestet und die ist ja im Prinzip genauso gleich wie die Gameboy-Variante, weswegen ich jetzt für die Gameboy-Variante keinen expliziten Test machen. Warum besonderes Spiel für mich? Ich habe es als Kind sehr, sehr ausdauernd gespielt, muss ich sagen. Seltsamerweise, also ich bin nicht so ein Fan von Sportspielen allgemein, also ich bin kein FIFA-Spieler, ich habe mir... Ich glaube, das letzte FIFA, das ich wirklich gezockt habe, war damals das FIFA 97, glaube ich. Das hatte ich mir damals für den PC gekauft, weil da gab es, glaube ich, ganz neu, dass da die Kommentatoren waren und so ein technologischer Sprung. Das fand ich so beeindruckend, dass ich mir das unbedingt kaufen musste. Ja, warum fand ich Blades of Steel toll? Vor allen Dingen wegen den Kloppereien, glaube ich. Und ich weiß auch gar nicht mehr so hundertprozentig genau, wie ich überhaupt zu diesem Spiel gekommen bin. Ich meine, man hat es ja damals nach Namen gekauft und nicht unbedingt nach dem Cover, dass ich eigentlich von dem Spiel was ganz Unerwartetes oder was ganz anderes erwartet hatte. Denn Blades, ja, so Kling, Steel, ja, sicher, das hört sich nach einem tollen Kampfspiel an oder ähnliches. Ja, war ein Sportspiel, war aber ein Spitzending. Und ich würde sagen, ich habe mal wieder Bock, eine Runde zu spielen. Wenn ihr mal so ein bisschen mehr zu den Spielsachen hören wollt, habe ich euch den Test für NES-Version unten verlinkt. Aber viel gibt es dazu nichts zu sagen. Ihr habt schon im Intro gehört, Musik ist echt spitzenmäßig. Die ist mir echt so im Ohr geblieben. Also für ein Sportspiel vor allen Dingen. Ja, ein Spieler natürlich. Zwei Spieler geht ja leider nicht. Was machen wir? Practice, Exhibition oder Tournament? Practice ist, meine ich, ein Spiel. Exhibition weiß ich jetzt gar nicht mehr ganz genau, was das war. Der Test ist auch schon länger her, dass ich den gemacht habe. Tournament wollen wir nicht. Wir wollen ja einfach mal so eine Runde spielen. Ist ja Eishockey. Auch da bin ich nicht so der Experte, aber es gibt ja diese drei Drittel, die man spielt. Also, schauen wir mal ran. Nehmen wir mal Practice. Ach nee, gar nicht. Da kann ich hier Fight oder Penalty Shot proben. Genau. Haben wir hier die einzelnen. So, ich habe jetzt mal die einfache Schwierigkeitsgrad, weil ich habe es jetzt echt lange nicht mehr gespielt. Ich habe es damals echt geliebt. Dann gucken wir mal. Welche Stadt nehmen wir? Ich habe keine Ahnung. Original-Eishockey-Teams sind natürlich nicht vertreten. Also ich würde sagen, die Kanadier sind tendenziell besser. Also ich glaube, das ist wirklich nur so quasi die Farbe, die man hat. Nehmen wir mal Montreal. Gegen, nehmen wir mal hier Los Angeles. Die haben kein Eis da unten. Die können im Zweifel nichts. Ich täusche mich wahrscheinlich. Also hier die Aufmachung auch für die Gameboy-Verhältnisse. Also ich war echt begeistert damals. Bin eigentlich immer noch sehr, sehr zufrieden mit dem Port. Also wir sind links. Mit dem blinkenden Dreieck seht ihr, wie ich steuere. Okay, mit der einen Taste passe ich, das war die gerade. Oh, so. Das habe ich auch mal geliebt, das war mit dem Torwart. Der ist quasi unangreifbar, damit konnte man den immer umrempeln. Irgendwann passt er allerdings automatisch weiter. Oh. Also man muss schon sehr genau mitdenken. So, Fehlpass von seinerseits. Oh. Ja. Wieder ein Fehlpass. So, und? Ja. Da muss man natürlich versuchen, in so einen Winkel zu schießen. So. Ja, so. Kommen wir hier mal hier von der unteren Flanke. Ah! Oh, das war Pfosten, das war Pfosten. Das war sehr knapp. So. Ist natürlich idiotisch. Ja? Der wird da schön geblockt. Ah. Also der Torwart, der ist echt groß, ne? Ist natürlich jetzt... Ja! Tor! Aber auch hier die Animation, Goal und so weiter, das sieht richtig klasse aus, vor allen Dingen für die Gameboy. Und die Musik, die ist echt der Hammer.
Ich will mal gucken, ob ich gleich mal einen Faustkampf provozieren kann. Das macht man nämlich, indem man dreimal vergeblich einfach in einen Gegner hineinrennt. Genau, da muss ich kurz aufpassen. Torwart steuert man übrigens auch. Also man rennt dann dreimal in den rein, um den jetzt umzudötzen. Und dann startet quasi so ein Kampf-Minispiel. Habe ich. Ja, 2-0. Wobei ich habe das Gefühl, das ist vielleicht doch leicht zu einfach. Ich glaube, vielleicht bin ich ja doch besser, als ich gedacht habe. So, komm mal her. Komm. Ah, die wird schön geblockt und. Oh, da war der. Also, Sprite-Flackern hat man natürlich auch ab und zu, aber wenn man bedenkt, dass da so viele Spieler da. Mal gucken. Oh. Okay. Chance, Panik. Oh, Pfosten. Ich weiß gar nicht, wie das im Eishockey heißt, ob das heute auch Pfosten heißt, aber ein Pfosten ist ein Pfosten, ne? Und. Oh, voll in den Torwart rein. Ne? Ach. Und? Ah, jetzt bin ich nur zweimal reingerannt. Ich weiß, ob ihr es gesehen habt. Ah, da! Da! Oh, okay. Also, stimmt. Das war so, dass zuerst quasi auf dem Spielfeld quasi so ein kleines Kampf-Minispiel entsteht. Und wenn man das nicht geschafft hat, dann kommt man zu so einem kleinen Beat'em-up-Teil. Also, es gibt's. Oh. Das war aus Versehen gepasst. Da stand ich mir selber einen Weg. Na komm. Oh gut. Dann hätte der Torwart auch ruhig rauskommen können. Ja, mal gucken. Ja, die Lost Angel, das. Ja? Na okay. Der hätte ich von oben irgendwie kommen müssen. Ja, aber gut. Also da war der Torwart aber echt schlecht. Das hätte der durchaus halten können. So, ich ziehe die jetzt ziemlich ab, würde ich sagen. Mal gucken. Wir gehen normalerweise so Eishockeyspiele aus. Ich glaube auch nur so 5-4 oder sowas, oder? Komm her. So, jetzt will ich mal hier einen Kampf provozieren. Komm her. Boah, habe ich den Kampf schon wieder gewonnen. Okay, das klingt jetzt blöd, aber. Jawohl, nennt mich Eishockey-Gott, würde ich sagen. Hier so weiter so gut läuft, dann werde ich gleich meinen. Dann machen wir nicht eine Partie mit drei Dritteln, muss das denn ja heißen. Tri-Dings, keine Ahnung. Sondern dann mache ich mal von dem Schwierigkeitsgrad, also die erste Halbzeit nur als Drittel. Also, ihr wisst schon, was ich meine. Weil ich habe echt keinen Plan. Weil wenn das so weitergeht, ich glaube, das wird für euch auch zu langweilig zum Zuschauen. Ich ziehe die ja echt ab, ey. Klar, was habt ihr anderes erwartet, ne? Aber. Und. Oh. Jawoll! Hier, da wird man so richtig schön. Zack! Bam! Hier aufs Maul. Zack, da spritzt der Schweiß. Und jawohl, haben wir natürlich gewonnen. Der Verlierer muss dann auf die. Strafbank. Oh, habt ihr das gesehen? Ich wollte gerade schießen. Pause, okay. Gut. Ich würde sagen, ich resette hier kurz mal das Spiel. Nicht wundern, das ist der Overlay vom Retron 5. So, dann wollen wir mal den Schwierigkeitsgrad höher schauen. Ob es da vielleicht etwas mehr hin und her geht. So, wir nehmen College. Ich würde sagen, ich war mit Montreal eigentlich sehr zufrieden. Nehmen wir wieder Los Angeles als Gegner. Und dann schauen wir mal, ne? So. Die Farben sind natürlich dieselben geblieben. So, mal gucken. Oh, ja. Die sind schon jetzt wesentlich aggressiver. Und ich muss mir den Torwart hier echt. Ah! Oh, ich passe und dann steht der da. Ach, Junge. Okay. Ich würde sagen. Da muss ich mich jetzt anstrengen. Mal gucken, ob ich es hinkriege. Und. Na, komm her. So.
Also ist natürlich keine tiefergehende Sportsimulation. Beim Eishockey kloppen sich ja. Ja! Beim Eishockey kloppen sich ja, glaube ich, wirklich mal so etwas. Aber ich habe immer diese Sportarten, die nicht ganz so ernst simuliert waren, eigentlich viel lieber gespielt. Auch so auf der NES Nintendo World Cup, die meisten werden es ja wissen, wo man die Gegner ja sogar so weit quasi immer umfaulen kann, bis sie da auch irgendwann einfach nicht mehr aufstehen. Das fand ich immer klasse. Mit meinem Bruder immer zusammen gespielt. War herrliche Geschichte. Ah, okay. Der Schuss war zu eindeutig. Ne, komm her. Ne, da. Ich habe das Gefühl, meine Abwehr ist nicht gerade die beste. Da hätte ich mich in der Mitte bleiben müssen. Okay, gut. Aber es ist spannender. Komm her. Da habe ich nicht aufgepasst. Okay. Ich glaube, den noch höheren Schwierigkeitsgrad müssen wir gar nicht reinschauen. So, okay. Ich habe ja... Oh, ich wollte es gerade hier angeben und ein Tor schießen. Nein, nicht noch eins. So, schön. Ich glaube, noch einen höheren Schwierigkeitsgrad muss ich gar nicht schauen. Okay, der war zu steiler Winkel. Ja, wollte ich gerade sagen. Also wenn ich den jetzt nicht gehalten hätte. So, komm. Konter. Gib Gas. Irgendwie ist der Torwart viel besser als meiner. Also da bin ja auch ich. Komm her. Das kriegen wir hin. So, aufs Maul. So. Hier und zack, in den Bauch rein. So, aufs Fressbrett. Jawohl, zu null quasi. Also immerhin kann ich mit unfairen Mitteln gut kämpfen. Das ist quasi, wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob das in Eishockey jetzt eigentlich verboten ist oder toleriert wird. So, und nochmal hier. Ich prüre das gegnerische Team jetzt nieder. Zack. Und hier auch mal in die Magengrube. Zack. Also hier kann man im Prinzip blocken und entweder in den Bauch oder ins Gesicht schlagen. Und halt entsprechend natürlich die Beine. Okay. Ich wollte nicht nur kloppen, sondern. Habt ihr gesehen, wie das vom Schiedsrichter dann zurückgeholt wird? Du kommst jetzt mit. So, die haben zwei auf Ersatzbank, das sieht man da oben. Das müsste ich eigentlich meinen zahlenmäßigen Vorteil ja ausnutzen, aber irgendwie stelle ich mich dann doch zu trottelig an. Oh! Da schubst mich hier um. Wenn wer hier unfair spielt, dann bin ich das, klar. Okay, jetzt sind die beiden wieder da. Wäre der nicht im Weg gestanden, mein eigener Idiot, ne? So. Das habe ich natürlich doch schneller Konter. Mal gucken, ob es was bringt. Und. Ja! Ich verliere den Anschluss nicht. Sehr schön. 2-2-3. So, also es wird ein spannendes Spiel auf jeden Fall. Komm her. Und. Ja! Ausgleich! Sehr schön! Mal gucken, ob ich es halten kann. Also ich würde sagen, das Match spielen wir auf jeden Fall noch zu Ende. Und. So eine kleine Führung wäre jetzt für die Teammoral sehr gut gewesen. Na komm her. Verdammte Hacke. Gut, also. Das kriegen wir hin. Na, komm. Och ja. So, also von der Mittellinie, wenn ich den Schuss nicht halte, dann weiß ich auch nicht, ne? Also mit dem Treffen muss ich noch ein bisschen üben. Komm her. Kloppen uns. Nein! Das war doch abseits! Das zählt nicht. Abseits. Keine Ahnung, ob es das da gibt. So. So. Jetzt mal alle Mann nach vorne. Und. Ja! Habe extra schön nach oben gezwirbelt. Also, ich tue jetzt so, als ob ich das könnte und eine Ahnung davon hätte. Aber ich hab zumindest eigentlich was nach oben gezielt.
Ah, die Musikuntermalung, die ist einfach perfekt, finde ich. Also da haben die echten, die Jungs von Konami waren das, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, einen echt super Job gemacht. Und da war nicht steil genug. Komm her. Nee, komm. Was ist das denn? Also, so demütigen wollen die mich. Ein Schuss von der ganz anderen Seite. Also, wenn ich den nicht halte. So, spielen wir nach links. Gerade habe ich noch groß rumgetönt, ne? War doof. Ja, okay, gut. Na, zwei Tore, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Komm. Team Panda. Und ja! Mit Ansage. Also so eine Runde Blades of Steel zwischendurch ist echt eine feine Sache. Also ich weiß schon, warum ich da damals so viel dran gehangen habe. Joa. Wieso sind eigentlich nur gegnerische Stürmer bei mir im... So, komm hier. Jetzt einmal nach vorne. Ja, und? Ah. Ja! Bin ich ja fast reingelaufen. Sehr schön. Es bleibt spannend. 6 zu 6. Wollen wir mal schauen. Vielleicht ist ja das nach links spielen meine Glücksseite quasi. Haha, scheint so. Jetzt langsam habe ich es drauf, würde ich sagen. Was für Sportspiele habt ihr denn immer so früher gerne gespielt? Auch so eher die ernsten Simulationen, wobei es läuft. Also die ganz, ganz ernste Simulation oder auch eher so diese Fun-Spiele. Also ich weiß noch, wie hieß das Spiel? Das habe ich beim Kumpel auf einer Amiga gespielt. Speedball. War das Speedball 2? Hieß das Speedball? Dieses quasi dieser Pseudo-Zukunftssport-Handball. Auch mit Umruppen natürlich, ne? Boah, jetzt habe ich zu viel gelabert und fast nicht den Ball gehalten. Das war auch ziemlich cool. Ich weiß, das habe ich bei meinem Kumpel. Ich hatte ja nie einen Amiga. Wollte ich natürlich genauso wie einen C64 immer ganz gerne haben. Aber hatte ich nie. Warte mal kurz. Musste mich kurz konzentrieren. Aber da haben wir echt immer ausdauernd gezockt. Vor allem auf den Amiga war man ja echt neidisch, so als NES Gameboy-Besitzer. Bis da denn quasi Super Nintendo kam und das da etwas überflügelt hatte. Bei mir waren es dann eher die DOS-PCs, die dann... So, komm, nochmal Action hier. Die können sich ja auch cool angucken, ne? Das haben sie echt geil gemacht. Ach, bin jetzt links so. Zack, 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 zack. Wobei es natürlich eigentlich nur Tastenhämmern ist, weil man jetzt nicht irgendwie so einen Ausdauerbalken hat oder so. Sollte vielleicht den Puck dabei noch, auch noch einsammeln. Nein! Uff, Glück gehabt. Das war natürlich gewollt. Das war reines Können. So. Und wie war es genau? DOS-PCs waren eher so meins, wo ich den ja wirklich denn hingewandert bin. Mensch, 2 Punkte im Vorsprung. Das wird, würde ich sagen. Das wird. Da kann ich mir so viel falsch gehen. Und? Jawoll! Es läuft! Also langsam komme ich wieder rein. Ich hätte es ja echt lange auf dem Gameboy nicht mehr gespielt. Aber ich bin immer wirklich... Das ist so... Kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr ein Gameboy-Spiel, egal ob es gut oder schlecht ist, früher oft gespielt habt und dann grabt ihr das nach langer Zeit aus und dann ist sowas wie hier diese Musik und sowas und man hat gleich dieses wohlige Gefühl. Und genau deswegen machen wir ja dieses Retro-Gedöns, sage ich mal. Ist denn fast schade, dass das die Leute, die das halt damals nicht gehabt haben. Oh, das war aber knapp. Das war doch kein Pfosten. Also, dass das da nicht so haben, ne? Aber. Man kann sich so andere Träume
erfüllen. Weil ich glaube, jeder von uns hat damals beim Gameboy gesagt, irgendwann werde ich mal alle Spieler haben. Ja, hätte man gewusst, dass die meisten gar nicht so geil sind. Aber ein Videospiel damals war einfach sofort automatisch geil, ne? Ach, okay, bei so einem langen Schuss hätte es mich auch gewundert. Okay, nochmal hier Action. Ah, auch die Musik wird voll aggressiv. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Also mit B boxt man. Mit A blockt man. Oh, ich habe einen Kampf verloren. Eieieiei. Das muss ich auf die Strafbank. Nicht, dass der jetzt doch noch aufholt. Aber ich merke jetzt schon, das erinnert mich jetzt auch an damals. Mein Finger verkrampft schon so extrem um Steuerkreuz. Weil man natürlich ständig hier die Richtung halten muss. Also, ich könnte es nicht mehr stundenlang spielen, glaube ich. Ah, okay, das war natürlich jetzt sehr auf gut Glück geschossen. Komm her. Achso. Das Dinge, was ihr gerade gehört habt, heißt, dass das mein Spieler hier aus den... Wie heißt das? Penalty-Gedöns? Halt, dass er wieder im Spiel ist, auf jeden Fall. Okay, das war blöd. Da hätte ich gar nicht schießen brauchen. Und? Das war doch schon wieder Pfosten? Oh. Die Kämpfe werden intensiver. Ah, komm. Gleiches Halbzeit oder Drittelzeit. Ne? Also, ihr wisst, was ich meine. Ich habe übrigens, wenn ihr mal zur Seite seht, das habe ich ja vorher etwas schwarz, habe ich so ein kleines Template gebastelt, also jetzt nichts Großartiges. Ich hoffe, es gefällt euch. Das werde ich jetzt in Zukunft auch für Retro Panda Quetz sich folgen. Also, die Folge hier werde ich jetzt Freitag erscheinen lassen. Montag kommt noch eine ohne dieses Template. Mist. Kommt eine Retro-Panda-Quetzi-Folge zu einem Gameboy-Spiel. Und zwar zu Hugo. Ich werde wahrscheinlich alle die Fernsehserie damals zumindest mal gekannt haben oder gehört haben. Davon gab es natürlich auch Gameboy-Spiele und da kommt eine Retro-Panda-Quetzi-Folge. Also, ihr könnt daraus ableiten, dass das Spiel jetzt nicht so der Hammer war, ehrlich gesagt. Und auch anders, als ich erwartet habe. Ganz anders. Aber da gibt es auch eine interessante Hintergrundgeschichte dazu. Da habe ich euch dann quasi auch einen weiterführenden Link, ja, verlinkt. Ja, Link verlinkt. Da könnt ihr dann zu einem sehr, sehr guten Podcast, den ich euch ans Herz legen möchte. Ich weiß ja, ob ihr den kennt, Stay Forever. Das sind zwei alte GameStar-Journalisten, oder zumindest ja auch davor aktiv. Natürlich eher so PC-orientiert, aber die haben sehr, sehr schönen Podcast über alte Spiele. Sehr, sehr hörenswert auf jeden Fall. Konsolen haben sie jetzt auch seit neuester Zeit so etwas drin. Also lohnt sich auf jeden Fall. Aber ich sollte, glaube ich, nicht zu sehr abschweifen. Ah, der holt auf. Okay, ich glaube, so nach links spielen ist eher meine Glücksseite. Ich weiß auch nicht, wieso. Und ich finde es schade, dass man das quasi nicht seitens des Internets, es gibt ja Emulatoren, wo man die ROMs laden kann. Gibt's da, ich bin dann leider nicht tief drin, gibt's da auch Emulatoren eventuell, wo man dann quasi so ein Link-Kabel emulieren kann? Gibt's sowas? Wäre natürlich geil, dann könnte man mal so Community gegeneinander zocken machen oder irgendwie so Blades of Steel Turnier oder irgendwie sowas. Oh. Das war der Torwart. Das war ich nicht. Das war der Torwart. Auf jeden Fall. Oh, das wird echt nur knapp. Noch zwei Tore Vorsprung. Das habe ich gerade so... Das passe ich nicht mehr auf und schon... Oh. Okay, komm. Wir müssen auch so zwei Tore schießen. Dann haben wir einen stabilen... Ja! Vorsprung. Jawoll. Sehr schön. Gut. Wir sind zurück, würde ich sagen. Team Panda. Aber ich stell mir vor,
wenn man das Turnier spielt, das sind dann ja, boah, ich bestimmt so 4, 5 solcher Spiele hintereinander. Ich weiß auch, dass ich die damals nie gespielt habe, weil ihr merkt das schon, das ist ja so ein Match aus 3 Halbzeiten. Mikrofon kommen, ich hoffe, das hat jetzt keine Störgeräusche gemacht. Aus 3 Halbzeiten. Also spielt ihr schon lange, ne? Ich weiß nicht, ich gucke es mal hin. Oh, was? Wir haben schon 25 Minuten rum. Boah, hätte ich jetzt nicht gedacht. Die Zeit vergeht natürlich schneller, wenn man spielt. Mach kein Tor, bitte. Boah, hat der ein Tor gemacht. Müssen wir das Mikrofon wieder richtig ziehen. Okay. Auf jeden Fall habe ich ja den Turnier komplett durchgespielt, weil es gibt natürlich keine Speicherfunktion oder ähnliches oder Passwortsystem oder irgendwie sowas. Ist hier ehrlich gesagt auch verschmerzbar, aber dadurch müsste man natürlich an so ein Turnier wahrscheinlich, keine Ahnung, 1,5 Stunden oder so zocken. Und da hat man dann ja auch nicht immer Bock dazu, ne? Vor allem damals noch so, wie lange hält die Batterie noch? Ja! Ich mag das. So, mal gucken. Haben wir gar nicht mehr so viel. Nein! Okay. Es könnte eventuell noch knapp werden. Also ich hoffe nicht, dass es unentschieden wird, dass man hier in Penalty-Shot, also hier quasi Elfmeterschießen reinkommt zum Entscheid. Weil ich habe keine Ahnung, wie es geht. Ich habe es total vergessen. Komm. Ja, komm, Torwart! Oh. Ey, der Torwart lässt das nur abprallen die ganze Zeit. Was für ein Idiot. So, komm. Und! Obwohl, na, 2 Tore schafft er nicht mehr, oder? Oder? Nein! Ich mach das nicht umsonst. Oh Gott. Okay, 43 Sekunden, komm. Nur ein bisschen aushalten. Dödle, guck hier. Oh, du kannst gar nichts machen. Ah, okay, komm, einen Torschuss, was soll ich noch? Ja, okay. Jetzt haben wir es entschieden. Sehr schön. Oh, ich dachte schon, ich muss ins Elfmeter schießen. Ja. Sehr schön. Freue ich mich. Doch noch gewonnen. Ach komm, wir so feiern. Herrlich. Schön generisch. Herrlich. Game over. Ja gut, wir haben auch nur das eine Spiel gemacht. Also pass. Ja. Ich würde sagen, die halbe Stundenmarke haben wir nicht ganz erreicht. Aber danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und wir sehen oder hören uns beim nächsten Video. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.